Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Und ja, beim letzten Mal haben wir ja wieder richtig, richtig viel erlebt. Wir haben herausgefunden, dass unsere Frau Mia wohl ja krank ist, an Krebs und Metastasen und sowas leidet. Und ja, sehr, sehr doof. Miriam hat mir gesagt, dass es wahrscheinlich sein könnte, dass ich in der ersten Folge bin ich ja gestürzt. Und es kann sein, dass es alles Sachen sind, die ich eigentlich weiß, aber die ich vergessen habe durch den Sturz und jetzt die Erinnerung wiederkommt, ist sogar sehr realistisch, weil hier in dem Büchlein stand, was habe ich jetzt? Suche Hilfe, erkunde den verbrannten Bereich der Karte. Ah, okay, das machen wir gleich. Ja, hier irgendwo stand doch, dass dieses Gebräu gegen Gedächtnisverlust hilft. Genau. Patient mit Gedächtnisverlust. Das heißt, ich habe wahrscheinlich Gedächtnisverlust, Verdächtnisgelust, genau. Weil ich halt gestürzt bin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal wieder zurück, da wo das Steintor war. Hier kommen wir jetzt bestimmt durch und können hier in den verbrannten Bereich. Das ist jetzt die nächste Area. Hier oben habe ich ja noch gar nicht viel erforscht. Also hier gibt es sicherlich noch viel zu entdecken. Aber ich will halt mit der Story vorankommen. Das Entdecken von der Karte, das können wir alles mal im Livestream machen, im Überlebensmodus. Da werden wir sicherlich auch noch viel herausfinden. Jetzt geht es erstmal hier weiter. Echt gespannt, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich kommen auch irgendwie neue gefährliche Tiere oder so dazu. Wer weiß, wer weiß. Jetzt habe ich mich ja relativ gut geschlagen hier, finde ich. Mir auf jeden Fall mal ein paar Stöcke mit. Und erkunden hier mal das Ganze. Ja, waren wir ja auch vorhin schon in der Vision. Ich hoffe, hier kommen wir gleich rüber. Ach, hier liegt sogar ein Baumstamm, wie praktisch. Gott. Hier will man auf jeden Fall nicht runterfallen. So eine tiefe Klippe. Wir gucken am besten gar nicht runter, dann passiert uns auch nichts. Kann man sogar noch hoch. So wie es aussieht. Wollen wir es mal versuchen? Nur Angst, dass ich runterplumpse. Geklappt. Okay, da oben gibt es gar nichts. Also das brauchen wir nicht machen. Wir hier nochmal rüber. Gott. Für Leute mit Höhenangst ist das hier nichts. Geht's hier runter. Schon sind wir im nächsten Bereich. Oha. Ist ein Tier. Ich habe echt Angst, dass wir jetzt auf neue Tiere hier treffen, die wir nicht kennen und die gefährlich sind. Hier so ein bisschen. Oh ja. Sieht hier ein bisschen aus wie ein Sumpf, wollte ich gerade sagen. Und da ist auch schon ein Krokodil oder sowas. Hier zu meiner Rechten. Das Krokodil da. Meint ihr, das ist auch ein Kaiman? Und den können wir ausschalten mit einem Schuss in den Kopf? Ich hoffe. Okay, das hat geklappt. Sehr gut. Das ist auch nur ein schwarzer Kaiman. Nehmen wir mal das Fleisch mit. Oh Gott, wir rutschen ins Wasser ab. Oh oh. Ist nicht gut. Ah! Gott. Gefällt mir gar nicht. Wir sind natürlich zu schwer beladen. Oh mein Gott, wir sind mega zu schwer beladen. Ja, die Knochen lassen wir hier. Weil wir die eigentlich noch bräuchten für die Rüstung, aber nicht jetzt. Ja, das Fleisch würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Uff. Ja, wie werden wir jetzt hier gewichtlos? So viel dabei. Komm, Stöcker weg. Brauchen wir nicht. Kokosnuss nehmen wir nochmal eben mit. Können wir nochmal eben was trinken? Trinken. Essen. Perfekt. Hier sind echt viele Viecher. Hier will ich nicht hin. Das ist auch ein. Ah, das sind nur diese Viecher. Das ist auch ein Ameisenhügel da vorne. Da will ich auch nicht hin. Dann, wir gehen mal links rum. So, wir gehen mal hier rüber über den Baumstamm. Kommen wir übers Wasser. Da vorne scheint auch irgendwas zu sein von Menschen. Oh, ich kann sogar Mia gerade anfunken. Wollen wir das mal eben hier machen? Hier unten schwimmen auch Fische. Sehen aber nicht bedrohlich aus. Oh Gott. Bin abgerutscht vom Baumstamm. Raus hier. Okay, alles gut gegangen, Leute. Alles gut. Okay, Mia. I have something to tell you, but don't freak out, okay? Why would I freak out? I might have come across the Cayman. What? Okay, Sebastian, te daño.
you not to freak out. I'm talking to you, right? Oh my god. It means that I'm fine. It's an Anaconda. What about the Cayman? Ich hoffe, diese Anaconda, die gibt's hier nicht auch in lebendig. Oh mein Gott. So, ich habe ihn getötet. Ich sag, weggerannt. Nothing. Unschuldig. I ran away. Please don't scare me like that ever again. Wollen Sie nicht noch mehr beunruhigen? Das ist hier so eine Anaconda, das ist schon krass. Liegen auch noch Knochen, das ist sehr gut. Oh, hier haben wir voll das Lager. Schaut mal. Das ist ja richtig schön hier. Hier haben wir ein Lagerfeuer. Geht nur. Zählt das als Dach da oben? Ich glaube, das ist ein Dach. Können wir das Feuer mal anmachen? Ich denke mal, das können wir sogar machen. Das ist ziemlich cool. Ich hoffe, wir haben noch trockene Blätter. Kann man die hier nehmen? Ne. Brauchen wir mal eben trockene Blätter. Dann können wir das Feuer mal anmachen. Dann können wir gleich unser Kaimanfleisch braten. Und mit den rumliegenden Knochen hier können wir uns auch noch Rüstung bauen. Ist ziemlich cool hier der Platz. Nicht schlecht. So, hier können wir sogar 4 Feuerstellen haben. Die hier richtig nice. Das Blatt haben wir noch. Hier liegen noch Knochen rum. Wir erkunden jetzt mal noch ein bisschen. Hier liegen nämlich noch einige Taschen rum. Dose. Ein Riegel. Noch eine Dose. Oh mein Gott. Oh, was haben wir denn hier? Tagebucheintrag. Oh Gott, oh Gott. Joao ist tot. Die Jabawaka haben uns angegriffen. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angriffe waren wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach auf ihn gestürzt. Überall war Blut. Wir wollten doch nur reden. Sie sahen furchtbar aus. Wie Skelette. Sie waren wie Tiere, wie Dämonen. Oha. Wir haben Joao dagelassen. Blanca wollte ihn holen, aber es wäre verrückt, dorthin zurückzugehen. Der Speer hat ihn einfach durchbohrt. Ich kann es nicht glauben. Die Gruppe will abstimmen, ob wir aufgeben oder weiter nach Jabawaka suchen sollen. Aber wohin sollen wir gehen? Wir können nicht zurück in die Stadt, höchstens mit Almeida zur Grenze. Aber das wäre ziemlich dumm. Die lassen uns doch nie durch. Verdammt, Joao hatte die Karte. Okay. Das heißt, die Karte in die Freiheit hat dieser Joao. Vielleicht finden wir den ja bei den Jabawakas. Oh, eine Angel. Oh, wie cool. Okay, wir können angeln. Leider kein Platz. Wir werfen irgendwas weg. Für die Angel bin ich bereit, etwas aufzugeben, weil ich angel sehr gerne. Schwache Fackel, komm. Die brauchen wir nicht. Angel am Start. Sehr schön. So, hier haben wir noch ein Tagebuch. Das lesen wir auch mal. Ich heiße Isabel, bla bla bla, und bin Krankenschwester. Ich war dabei, als mein Krankenhaus im Hospiz ein Hospiz wurde, in dem Patienten nutzlose Transfusionen gelegt werden und alle auf ein Wunder hoffen. Niemand versucht wirklich zu helfen, weder die Ärzte noch die großen Unternehmen oder die Regierung. Miriam meinte mal zu mir, ich soll immer das Ende lesen, das ist wichtiger. Da fällt mir ein, wie wollen wir überhaupt mit den Industrien kommunizieren. Keiner von uns spricht ihre Sprache. Ich dachte, vielleicht zeige ich ihnen einfach verschiedene Blätter, Früchte und Wurzeln. Und sie müssen einfach nur nicken oder mit dem Kopf schütteln. Okay, die scheint auch hier die Medizin erforschen zu wollen, so ein bisschen. Um den Leuten zu helfen. Schmerzmitteldose. Sehr, sehr schön. Falls ihr diese Texte ganz lesen wollt, pausiert einfach das Video. Ich bin halt immer sehr lesevoll. Aber Miriam bringt mich zum Glück immer ins, noch ein bisschen Wasser, ins Licht, was da so drin stand, was ich überlesen habe. Das ist immer sehr praktisch. Wir nehmen das Fleisch mal auf. Kein Platz mehr. Nicht gut. Wir sind halt mega, mega full equipped. Wir sollten echt vielleicht mal hier in diesem Lager eine kleine Kiste aufschlagen, würde ich jetzt fast sagen. Können wir das noch nehmen? Nee. Ja, wir können gar nichts mehr gerade nehmen, gefühlt, ne? Ich gehe mal kurz hier ein paar Dosen ab, dass wir das zumindest aufnehmen können. Ich kann das ja auch einfach hier auf den Boden legen erstmal. Passt schon. So, ja, soll ich mal eben eine Kiste bauen? Das wäre vielleicht echt nicht verkehrt hier. Weil das scheint hier echt ein gutes Lager zu sein. Nehmen wir uns mal ein bisschen Lehm. Und jetzt. Okay, jetzt können wir sie sogar anfunken. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back an Englishman walked the entire length of the Amazon River and it took him over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up.
It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Scheint sogar ein Kind dabei gewesen zu sein. Und hier ist eine Karte. Oha. Okay, das ist vom Kind gezeichnet. Flugzeug. Heißt das jetzt, dass es oben rechts das Flugzeug im Nordosten? Ist auf jeden Fall so ein Berg, Wasser. Puh, keine Ahnung. Oh, ich kann sie so viel anfunken. Über das Insellager. Machen wir aber nicht jetzt. Wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier uns eine Kiste bauen. Weil hier scheint echt ein gutes Lager zu sein, wo wir uns vielleicht so ein bisschen niederlassen können. Wir warten das nochmal hier, ne? Im Tagebuch. Wir sollten jetzt nämlich einen Lehmmischer bauen können. Genau, das wollen wir jetzt machen. Den bauen wir relativ nah hier am Wasser, würde ich sagen. Zumindest da, wo es geht. Ich mache den mal hier hin. Hier sollte eigentlich nicht im Weg sein. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar Stöcker und ganz viele andere Sachen. Ich schleiche mich vorwärts und gleich haben wir zumindest hier dieses Lehmherstellungsding, Lehmziegelherstellungsding fertig. Lehmmischer heißt das Ganze. Oh, ich komme da halt nicht an. So. Fertig, perfekt. Jetzt müssen wir einmal Lehm nehmen. Boah, ich bin aber auch schwer beladen gerade, ne? Ganz, ganz schlimm. Bevor wir das jetzt hier machen, droppe ich mal ganz kurz hier ein bisschen was aus meinem Inventar. Wir sind auch schon relativ müde, wir gehen gleich schlafen, aber ich will nochmal eben den Lehm zumindest anschmeißen. So, die Stöcker legen wir mal kurz hier ab. Können wir nämlich auch Lehm hier tragen. Also hier geht es uns echt richtig gut. Das ist echt ein richtig gutes Lager hier. So, einmal Lehm. Wir packen natürlich zweimal Lehm rein, damit wir mehr rausbekommen. Und ich hoffe einfach mal, dass es regnet in der Nacht. Dann brauchen wir hier kein Wasser reinfüllen. Ah, man braucht ja noch Lagerfeuerasche. Gut, haben wir. Und dann gehe ich mal kurz schlafen. Und dann machen wir am nächsten Tag weiter. So, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich würde sagen, wir essen erstmal ein bisschen was. Wir haben ja richtig viel Essen am Start. Wir essen mal das beides Fleisch auf eben. Macht ja soweit nichts. Wie geht's uns denn überhaupt? Und mal kurz, ein bisschen dreckig. Oh, trinken brauchen wir auch noch. Wir trinken. Ja, oh. Natürlich alles vorbereitet hier. Also wir sind hier wirklich gerade richtig gut am Überleben. Ich weiß nicht, ob man diese Anaconda fressen kann, aber die scheint vergammelt zu sein. Dann lassen wir das wohl lieber. Ja, ansonsten ein bisschen Kohlenhydrate noch, ein bisschen Fette. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch hin. Kohlenhydrate haben wir hier auf jeden Fall. Haben die Dinger hier Fett? Ne, leider nur, oh, man kriegt Parasiten davon? Okay, das ist uncool. Ja, Fette sind jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir haben leider auch keine Antiparasitenpilze gerade mehr. Und wir haben Blutegel, glaube ich. Also wieder das volle Programm hier. Ich glaube, heute werden wir auch nicht viel in der Story vorankommen, sondern mehr so hier Sachen machen. Wir können ja mal kurz Dings anfunken, die Mia. Sie haben sogar eine Anaconda getötet. Grob gezeichnete Karte. Das heißt, ich muss wirklich nach Nordosten. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Got it. Survival of the fittest. Ah, das ist halt alles wieder nur Smalltalk mit dir. Ich glaube, nicht wirklich story-relevant. Weiß nicht, ob ich da wichtige Dinge erfahre. Also zwischendurch können wir sie mal anfunken. Und wir haben jetzt auf jeden Fall Lehmziegel gemacht. Das heißt, wir können jetzt anfangen, uns Truhen herzustellen. Das ist ziemlich nice. Lagerkisten. Weil ich glaube, in diesem Lager werden wir noch etwas Zeit verbringen. Die Frage ist, wo platzieren wir die Kisten am besten hin? So, dass sie uns nicht im Weg stehen. Können sie eigentlich hier hin platzieren? Bei der Anaconda? So. Macht direkt zwei, denke ich. Weil, ja, so viel Platz ist da leider nicht drin. So, perfekt. Stöcker hatten wir doch gerade hingelegt, genau. So, dann stecken wir mal die Bretter hinein. Und dann brauchen wir nochmal Lehmziegeln. Und dann ist schon die erste Kiste fertig. Perfekt. Da können wir jetzt nämlich einige Sachen mal reinpacken. Diese ganzen Dosen und so.
Will ich nämlich gar nicht unbedingt mitnehmen. Ihr seht schon, es geht schon einiges in so eine Kiste rein. Also wenn wir die zwei Kisten haben, dann geht es uns auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Platz angeht. Gerade diese Dosen und so, da gehen echt viele von rein. Den Bidon, den behalte ich auf jeden Fall nochmal. Schmerzmittel nehme ich auch nicht mit. Ich glaube, das bringt auch nur geistige Gesundheit, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also wir packen hier halt mal gleich das Fertigfood rein. Werde ich nämlich jetzt erstmal noch nicht brauchen. Uns geht es hier so gut. Ja, Stöcker können wir da auf jeden Fall nicht reinpacken. Aber das ist auch Standardausrüstung, die brauchen wir. Ich weiß gar nicht, ob wir die zweite Truhe brauchen. Ich glaube nicht. Aber auch demontieren. Passt schon. Mit einer kommen wir eigentlich ganz gut hin. Ja, ich funk nochmal eben Mia an. Und dann fragen wir sie nochmal. Mia. They had a kid with them. I... You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. Obsidian haben wir auch noch, ja? Packen hier mal ein bisschen Kohle rein. Unser Feuerchen nicht ausgeht. Sollten das auch ausmachen, wenn wir hier das Ganze verlassen. Karte konnte ich nicht aufnehmen, glaube ich. Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen übersehen? Ja, hier ist noch eine Tasche. Trockenfleisch, sehr gut. Dose. Schokoriegel. Bananenblätter nehme ich auch nochmal mit. Da können wir uns gleich nochmal weitere Knochenrüstung draus bauen. Weil hier vorne lagen ja noch Knochen am Feuer. So, die anderen Sachen hier, die packe ich auch mal hier rein. Und ich würde sagen, ich schaffe jetzt mal hier so ein bisschen Ordnung. Und dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen erkunden in dieser Folge. So, einigermaßen habe ich das Ganze jetzt hier aufgeräumt. Uns geht es ganz gut. Es ist noch hell draußen, das heißt, wir können jetzt nochmal erkunden gehen. Ich würde fast sagen, dass wir mal nordwestlich von hier gehen. Oder? Ne, nordöstlich. Oder was hatte sie eingezeichnet? Ich glaube, nordöstlich war das, ne? Was ist denn das, von dem Kind das Bett? War das hier vorne? Ja, hier war das. So, nordöstlich. Flugzeug. Hier sind wir wahrscheinlich. Probieren wir es mal aus. Nordöstlich, also in diese Richtung. Gehen wir wieder hier rüber. Und dann hoffe ich mal, dass wir da ein Flugzeug finden. Das wäre echt cool. Vielleicht kommen wir dann weg. Ah, Angeln haben wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Lässt ja einen Haken an der Angel, um einen Fisch zu fangen. Okay, das machen wir. Probieren wir ein andermal aus. Gerade sind wir ja gut versorgt, was Essen und so angeht. Also alles ganz entspannt. Kokosnüsse gibt es ja auch zuhauf. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Da, wenn wir diesem Fluss hier folgen, kommen wir ganz gut in die richtige Richtung. Bin nur gerade ein bisschen fest. Oh, hier kann ich hochklettern. Eine Wurfhakenstelle habe ich gefunden. Wurfhakenpistole. Oh mein Gott. Okay, hier komme ich gar nicht hoch. Ah, aber wenn ich so weit werfen kann. Okay, das heißt, hier kommen wir in den nächsten Bereich, wie es aussieht. Nach da oben. Da brauchen wir halt das nächste Item. Das heißt, wir müssen eine Wurfhakenpistole finden. Interessant. Gott, was ist das denn hier? Treff sie nicht. Mal kurz werfen. Goliath-Vogelspinne. Mhm. Nehmen wir mal mit. Habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Weiß ja nicht, wie giftig die ist. Oder ob die überhaupt giftig ist. Wahrscheinlich schon. Jetzt ist mega tief rein. Das scheint eine Falle zu sein. Da liegen auch schon Skelette. Ja, hier sollte ich auf jeden Fall nicht reinfallen. So cool. Ich habe Angst, dass hier noch mehr solche Löcher sind zum Reinfallen. Machen wir es mal nicht. Ein paar Fette nehmen wir hier noch zu uns. Und dann geht's hier weiter runter. I found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. Okay, er sagt nur Osten, nicht Nordosten. I knew I wasn't just seeing things. Zu wissen. Das heißt, wenn ich gleich nochmal zum Camp den Weg finde,
nicht mal Richtung Osten. Vielleicht finden wir da ja was. Hier geht's auf jeden Fall gerade bergauf. Das gefällt mir. Vielleicht finden wir hier was. Ne, wir kommen sogar den ganzen Berg hoch. Wie cool. Muss doch irgendwas sein. Ich weiß gar nicht, ob ich gespeichert habe vorhin. Also wenn ich jetzt drauf gehe, wäre ziemlich ärgerlich wahrscheinlich. Okay. Kommen wir durch so einen... Ah, hier kommen wir hoch. Okay. Kletterstelle. Das klingt doch schon mal super. Perfekt. Jetzt erklimmen wir den Berg so ein bisschen. Hier ist eine Höhle. Aber nichts Besonderes drin. Wahrscheinlich nur, dass man sich hier ein Feuer machen kann, wenn man Hunger hat. Aber uns geht es ja gerade noch ganz gut. Bis auf die Müdigkeit. Wir hätten vielleicht auch mal schlafen können in der Höhle eben. Vielleicht gar nicht so doof gewesen. Gott, es ist halt mega dunkel. Ich glaube, ich gehe wirklich mal kurz schlafen und dann gehen wir weiter. So, es ist wieder morgens. Und wir haben uns direkt Blutegel eingefangen. Oh, und weil wir auf dem Boden geschlafen haben, haben wir eine andere Wunde. Und noch eine Wunde. Oh nein. Und da auch. Oh Gott, das war ein großer Fehler. Das sind gar keine Blutegel. Shit. Oh nein. War jetzt nicht so smart. Machen wir nie wieder. Was ist denn das? Vergiftet auch nicht. Ausschlag. Iva Lebensmittel. Wurm war das auch, glaube ich, nicht. Oder waren das Würmer? Ich glaube, wir haben Würmer in unserem Körper. Das ist nicht so nice. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier oben. Wir hoffen, dass wir jetzt gleich ein Tier sehen. Wo sind die Schweine? Ich höre sie. Und ist, glaube ich, ein Ameisenhügel oder sowas. Da wollen wir nicht hin. Und genau da sind die Schweine. Wir brauchen jetzt unbedingt Knochen. Jetzt ist gerade am Okay, wir haben das Schwein. Sehr schön. Okay, Leute, wir brauchen jetzt die Knochen von dem Pekari. Damit wir eine Knochennadel kriegen und die Würmer da rauskriegen. Ist wichtig. So, sammeln. Perfekt. Und jetzt können wir die Würmer rausholen. Jetzt den Verband drauf machen. Ja. Nehmen wir einen Verband drauf. So, den Wurm holen wir auch raus. Hier einen Verband drum. Ich hoffe, die entzünden sich jetzt nicht, die Wunden. Ach, Schweinchen, macht euch jetzt hier nicht so einen Terror. Und wir hatten noch einen, ne? Ja. Also, was lernen wir daraus? Nicht mehr auf dem Boden schlafen. Nichts gut. Wie auf der Insel scheint nichts zu sein. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich mit denen anlegen will oder nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nicht die Jabberwocker sind. Die Jabberwocker scheinen friedlich zu sein. Das scheinen irgendwelche Wilden zu sein. So stand es ja vorhin da auch drin. Bin jetzt hier mit meinem Verband. Wieso ist der weg? Ist verheilt? Ja. Sehr schön, ist verheilt. Und das Bein noch nicht. Also alles gut. Ich würde gerade gern zurück zu meinem Lager. Damit wir uns erstmal holen. Haben wir denn hier gefunden? Schleich mal lieber. Erstmal erkunden. Sieht fast aus wie so ein Flugplatz mit dem. Mit der. Wie heißen diese Fahnen denn nochmal? Irgendwas mit See. Seehose oder so? Ne, Seehose ist, glaube ich, ein Wirbelsturm. Ich weiß es nicht. Wir scheinen aber einen wichtigen Ort gefunden zu haben. Wirklich so ein Flugplatz, oder? Hier eine Landebahn?
Mega cool. Ich sehe aber kein Flugzeug. Erkunden wir das Ganze mal. Scheint aber verlassen zu sein, das ist gut. Vielleicht können wir hier auch uns ein Lager aufbauen, dass wir hier uns ein Feuerchen machen können. Weil unsere geistige Gesundheit leidet gerade richtig. Blöden Stimmen. Mia rufe ich erst an, wenn wir alles erkundet haben. Die hat sowieso irgendwie nie hilfreiche Tipps. Wenn wir ehrlich sind, da komme ich nicht rein. Hier ist aber Solarenergie. Vielleicht können wir hier sogar Strom benutzen und irgendwie ihn anfunken oder so. Aber bis jetzt habe ich hier nichts Praktisches gefunden. Gehen wir mal hier in das Hauptgebäude. Und das alles hier. Oh, hier ist wirklich Strom. Oh mein Gott, hier ist Strom. Tee! Nein. Funkgerät. Ist das gut? Benutzen wir gleich. Dosenmilch. Backtape wäre doch auch nice. Warum können wir das nicht mitnehmen? Tasche. Dosenrindfleisch. Instant-Kaffee. Filmen gerade richtig edle Sachen. Oh, hier können wir speichern. Das ist perfekt. Und schlafen. Oh mein Gott. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Und Schmerzmittel. Werden wir uns jetzt mal reinpfeifen. So, geistige Gesundheit ist besser. Wie geht's denn der Wunde? Oh, wir müssen einen Verband drüber machen. Oh, das habe ich fast verpeilt. Ich hoffe, der entzündet sich jetzt nicht wieder. Ganz und gar nicht gut. Ja, wir können natürlich gleich noch Mia anfunken, aber ich will erstmal gucken, dass es mir wieder etwas besser geht. Die Stimmen sind jetzt weg, ne? Jo. Ja, doch nicht ganz. Aber macht ja nichts. Ich würde sagen, wir schlafen mal ganz kurz, speichern und dann machen wir mal den Funk hier. So, der nächste Morgen. Uns geht's gar nicht mal so gut. Wir sind mega durstig. Ja, ja. Ja, wir können natürlich hier sammeln, den Tee. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und jetzt bekommen. Essen. Dosenmilch bringt keine Wasser. Keine Flüssigkeit, ist nicht gut. Wir haben natürlich noch Fleisch. Hier noch Instant-Kaffee zerstören. Ja, den könnten wir uns wahrscheinlich kochen, ne? Teebeutel. Ah, okay, wir könnten jetzt echt einen Tee machen. Brauchen aber erstmal Wasser. Da hatten wir dann noch was drin. Ah, sollen wir jetzt erst funken oder sollen wir uns erst Wasser besorgen? Ich glaube, wir besorgen uns erstmal was zu trinken. Okay, ich habe soweit kein Trinken gefunden, aber hier sind wenigstens diese Früchte, die bringen ein bisschen was. Eine Hydration. Wir kommen erstmal ein bisschen über die Runden. Ansonsten bin ich jetzt hier einmal um das Feld herum. Oh Gott, Ameisen. Fast reingelaufen wegen den Bananen. Ansonsten bin ich hier rumgelaufen, habe nach Kokosnüssen auch so ein bisschen Ausschau gehalten. Aber leider weit und breit nichts gefunden. Hier ist auch kein Gewässer in der Nähe. Zumindest jetzt hier im Umkreis nicht. Das heißt, wir dürfen uns hier nicht zu lange aufhalten. Ah, da vorne ist schon wieder so ein Ameisenhügel. Die sind hier irgendwie überall, oder? Hier natürlich einen großen Bogen. Ich möchte mich jetzt nicht infizieren hier wieder. Wir führen auch noch einige Wege ab, die wir erkunden können. Ich habe aber schon wieder irgendwas am Leib. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, es sind Blutegel. Nicht die Wunde. Okay, es sind Blutegel. Das ist sehr gut. Ja, gehen wir mal weiter. Wir funken jetzt mal eben. So, bevor wir funken, rede ich noch mal mit Mia. You won't believe this. I just found an airstrip. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Machen wir. Let's go. Huh. No signal. Repariere das Funksignal. Oh nein. Okay. Dann gehen wir mal einen der Wege, die ich vorhin entdeckt habe. Hier vorne war nämlich, in diese Richtung war auch ein Weg. Mal gucken, wo der hinführt. Hier führt auf jeden Fall ein Weg lang. Aber der endet in einer Sackgasse, wie es aussieht. Ne, hier komme ich auch nicht rüber. Scheint eingestürzt zu sein. Ich hatte vorhin aber noch einen anderen Weg entdeckt. Den finde ich nur gerade irgendwie nicht mehr. Der auch noch irgendwo hinführt.
Oh, hier führt auch noch ein Weg ab. Das könnte sein, dass das der Weg war, den ich vorhin gefolgt bin. Schauen, wo der uns hinführt. Und der geht eher wieder in Richtung zurück, ne? Würde ich jetzt sagen. Werden sie gleich herausfinden. Da war schon wieder irgendwas. Nur ein Leguan. Oh ne, das ist der Weg, den ich vorhin gesehen habe. Hier geht es nochmal zu so einem anderen Ort. Ich weiß nicht, was das hier ist. Kletterausrüstung, eine Kletterstelle. Oha, okay, hier kommen wir auch nochmal runter. Also uns fehlt ganz schön viel Zeug mittlerweile. Aber ich würde sagen, wir haben wieder richtig viel geschafft heute, diese Folge. Richtig viel erkundet. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich mega über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.